shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar einen Solo Unlimited Money Glitch. Dieser Solo Money Glitch funktioniert auf der Xbox One, auf der PS4 und auch auf dem PC. Beim PC ist halt nur wichtig zu beachten, dass der Verkaufswert von dem Auto nicht über 150.000 Dollar wert ist. Was ihr dazu braucht, ist auf jeden Fall so eine Garage, wie ich das hier habe, und die muss komplett voll sein. Und dann braucht ihr halt noch so eine Werkstatt, wie ihr es gerade im Hintergrund seht, und hier auf Stellplatz Nummer 1 ein Faccio-Roller, genauso wie auf Platz 9 und auf Platz 10. Zusätzlich braucht ihr noch eine 6er Garage, die voll ist, und da ist es ganz wichtig, dass auf Platz Nummer 5 ein Dune Buggy steht. Wenn ihr noch keinen habt, geht ihr einfach unter Southern San Andreas Supercars und kauft euch einen für 20.000 Dollar. So, und jetzt setzt ihr euch auf den Faccio-Roller auf Platz 10 und begebt euch mal zu eurer 6er Garage, die voll ist. Sobald ihr dann in eurer 6er Garage angekommen seid, kommt hier diese Meldung, dass die Garage voll ist. Das müsst ihr dann mit X bestätigen und ersetzt nun diesen Dune Buggy, der auf Platz 5 sich befindet. So, jetzt müsst ihr eigentlich nur noch die Garage verlassen und wieder zurück in euer Clubhaus gehen. Sobald ihr dann in eurem Clubhaus angekommen seid, geht ihr einfach nur zu dem blauen Kreis, weil ihr seht ja schon, dass der Dune Buggy auf Stellplatz Nummer 10 steht und der muss da weg. Und deswegen geht ihr in den blauen Kreis und ändert mal den Stellplatz auf Nummer 9, dass dieser Dune Buggy auf dem 9. Stellplatz steht. Wenn ihr das dann gemacht habt, verlässt ihr einfach nur wieder euer Clubhaus. Draußen angekommen, öffnet ihr mal euer Handy und ruft euren Mechaniker an und bestellt irgendeinen Lowrider, den ihr jetzt gerne duplizieren möchtet. Und dabei spielt es auch gar keine Rolle, in welcher Garage sich dieser Lowrider befindet oder was es für ein Lowrider ist. So, ich habe das Ganze mal mit dem Sabre Turbo gemacht. Sobald euer Lowrider dann geliefert wurde, müsst ihr ihn einfach nur zerstören. Wie ihr ihn zerstört, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber sobald er dann kaputt ist, müsst ihr einfach nur wieder zurück in euer Clubhaus gehen. Wieder im Clubhaus angekommen, begebt ihr euch mal auf Stellplatz Nummer 1 hier auf diesen Roller. Dann setzt ihr euch mal drauf und nun ist es ganz wichtig, es kommt ganz wichtig aufs Timing an, dass ihr da schnell genug seid. Und zwar, ihr müsst das Steuerkreuz nach rechts drücken, um hier in diese Garage reinzufahren, und gleichzeitig Dreieckstaste, um dort wieder abzusteigen. So, und nun öffnet ihr euer Handy, geht in das Internet rein unter Southern San Andreas Superautos und kauft euch wieder für 5.000 Dollar so einen Faccio-Roller. Sucht natürlich noch eine passende Farbe dazu aus, wählt das Clubhaus aus, in dem ihr gerade drin seid, aber tut den Kauf noch nicht bestätigen, wenn ihr das so habt. Sondern ihr lasst das Menü so offen, geht jetzt mit der Dreieckstaste auf euren Faccio-Roller drauf und nun ist es gleich ganz wichtig, dass ihr das Ganze mit X bestätigt, danach die Kreistaste drückt und XX, und es muss ganz, ganz schnell gehen. Also mit X bestätigen, Kreis XX, und es muss alles relativ schnell gehen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann seid ihr jetzt hier in der Werkstatt ohne Roller, geht dann in euer Handy rein und ruft mal Morse Mutual an, um euren Lowrider wieder anzufordern, den ihr gerade eben zerstört habt. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr zu eurem Dune Buggy und steigt einfach ein. Wenn ihr dann bis dahin alles richtig gemacht habt, müsstet ihr automatisch wieder hier in diese Garage reinspawnen. Jetzt geht ihr nur noch auf Lackierung und ändert irgendeine Lackierung. Dort ist es ganz wichtig, dass nur Lackierung geändert wird. Und dort würde ich euch empfehlen, das Ganze wirklich mit den klassischen Farben zu machen, weil die einfach ja am wenigsten kosten. Da geht ihr aus dem Menü raus und wie ihr seht, fährt jetzt mit dem Roller raus, aber gar keine Angst, sobald ihr dann wieder auf eurem Stellplatz seid, ist es wieder in einem seid ihr wieder in einem Dune Buggy drin. So, wenn ihr das dann soweit habt, dann geht ihr einfach nur aus eurem Clubhaus raus und müsst nun irgendeiner Kontaktmission beitreten. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit einer Lester-Mission zu machen. Falls ihr keine habt, müsst ihr ihn halt kurz anrufen und irgendeinen Job anfordern. So, wenn ihr jetzt einen Job habt, dann geht ihr einfach nur hier in diesen Job rein. Sobald ihr im Menü drin seid, müsst ihr einfach nur wieder mit Kreis und X bestätigen, dass ihr aus dem Menü rausgeht und seid dann wieder im freien Modus. Dann seht ihr schon, dass hier dieser Sabre Turbo, in meinem Fall, hier in der Nähe von eurem Clubhaus gespawnt ist. Und dann müsst ihr jetzt einfach nur einsteigen und könnt ihn jetzt verkaufen. Keine Angst, es ist jetzt kein echter Lowrider bei euch in der Garage, sondern es ist jetzt ein duplizierter. Also wenn ihr den jetzt verkauft, verschwindet euer echter nicht, das zeige ich euch jetzt gleich. So, ich verkaufe den jetzt erstmal für 655.000 Dollar. Wenn ihr das Ganze mit dem Sultan RS macht, dann könnt ihr bis zu 800.000 Dollar etwa bekommen, wenn ihr ihn voll aufgetunt habt. Und ich habe ihn ja aus der einen Garage jetzt rausgeholt und zeige ihn auch in dieser selben Garage drin habe. Und wie ihr seht, hier befindet sich immer noch mein Sabre Turbo. Wenn ihr jetzt den Glitch einfach, oder wenn ihr weitere Autos duplizieren möchtet, dann müsst ihr einfach den Glitch wieder von vorne machen und dann könnt ihr auf jeden Fall einen Haufen Geld in kürzester Zeit machen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und ich wünsche mir gute Besserung. Also Jungs, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.